So, und damit herzlich willkommen hier zum 14. und eventuell vorletzten Fall von Mystery Case Files Huntsville. Und zwar geht's heute um den Mann mit Mähne. Ja, nachdem die hinterlistige Verbrecherorganisation Stain aufgedeckt wurde, haben wir ja in den letzten Fällen so ein bisschen erfahren. Muss nun die rechte Hand der Organisation zur Strecke gebracht werden, um dann den Anführer zu stellen. So, was steht hier noch? Glücklicherweise läuft nach einem Mann der Führungsklique von Stain eine Fahndung, der eine abnormale Beziehung zu Haaren hat. Es heißt, dass dieser Verrückte den Leuten die Haare direkt vom Kopf klaut, während sie schlafen. Na, ist es denn zu glauben? Hilf den Bürgern, ihre Schönheit im Schlaf zu behalten, indem du den gemeinen Kopfräuber zur Strecke bringst. Ja, das ist wahrscheinlich bisher der lustigste Fall, zumindest so von der Beschreibung her. Obgleich natürlich in den Fällen so an sich nicht wirklich was passiert. Man findet immer bloß die Objekte und löst dann am Ende den Fall. Aber so von der Beschreibung her ist das bisher so der lustigste Fall. Wir haben diesmal 25 Minuten für 47 Gegenstände, also 2 Minuten länger als in diesem Fall. Und ich würde sagen, es geht einfach los. Schauen wir hier mal rein. Und womit fange ich an? Ich denke mal, ich fange im Friseurladen an. Denn da haben wir schon mal gleich den Löffel und die Kastenreibe. Dann brauchen wir 2 Rasierpinsel und eine Zange. Da haben wir schon mal eine Zange. Und ein Rasierpinsel. Und noch ein Rasierpinsel. Und eine Maus. Und noch eine Maus. Dann den Geigenbogen. Und den Käfer. Und die Glocke. So, na, wenn das mal nicht ratzfatz war. So, gehen wir mal gleich ins Café. Erstmal die bekannten Schauplätze hier abarbeiten. Hier ist die Glocke. So, Schraubenschlüssel. Die Handsäge. Das habe ich ja gelernt, ist ein Hobel. Auch wenn das ziemlich komisch aussieht. Dann, was haben wir? Ein Fratzengesicht. Okay. Hatte ich bisher ein Fratzengesicht? Ist das der Fratzen? Das sieht ja irgendwie aus wie eine verkorkste Buddha-Statue oder so. Die kleine Flasche hatten wir ja schon mal. Schmetterling. So, Papagei. Und der Knochen ist hier unten. So, sehr gut. Hätten wir das auch erledigt. Schauen wir mal, ob das in den anderen Schauplätzen hier so weiterläuft. Hier ist der Tennisball. Aber das geht ja bis jetzt ziemlich flüssig von der Hand. Hier ist der Hammer. Hier ist ein Traubenbündel. Hier ist noch ein Traubenbündel. Hier ist die Billardkugel. Dann haben wir hier einen Füller. Ne, das war der nicht. Gut. Sah so ähnlich aus. Ein Golfball. Der ist hier. Und eine Wäscheklammer, einen Füller und eine Lyra. Eine Lyra ist eine Harfe. Für die, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können. Das ist die Wäscheklammer. Hier ist die Harfe. Und der Füller, den hatte ich auch in einem der letzten Parts schon mal irgendwo gehabt. Allerdings komme ich da jetzt nicht so drauf, wo der genau ist. Ich dachte eigentlich, das wäre der hier hinter gewesen, aber scheinbar war es nicht. Ein Füller. Wo war der Füller? Okay. Naja, gut, soll mich jetzt auch erstmal nicht weiter aufhalten. Dann gehe ich mal erstmal wieder ins Mausoleum gucken. Das, was ich schon mal ein bisschen öfter hatte als die Autowerkstatt. In der Hoffnung, dass das hier ein bisschen ja, flotter dann geht. So. Einmal 3 Schwerter, einen Kuhschädel, die Badeente,
Eine Kakerlake. Die war hier oben. So. Drei Schwerter. Okay. Schwerter hatte ich bis jetzt hier noch gar nicht. Hier ist eins. Da ist eins. So, und dann brauchen wir noch Trommelstöcke. Das könnten die sein, genau. Ah, hier ist sogar das Schwert, sehr gut. Dann brauchen wir noch einen Bogen und eine Sonne und eine Gaslampe. Das ist die Gaslampe. Und eine Sonne und einen Bogen, alles klar. Sonne und ein Bogen. Aber was sieht denn hier irgendwie sonnig aus? So richtig. Ah, hier ist so eine stilisierte Sonne. Ja gut, nach dem Bogen suche ich jetzt erstmal nicht. Erstmal beim Friedhof weitermachen. Das müsst ihr, falls ihr da mal irgendwie selber in die Gelegenheit kommt, das ein bisschen zu spielen oder auch ähnliche Teile an Wimmelbild spielen, da nicht dann ewig auf den Schauplätzen bleiben und da verzweifelt nach einer Sache suchen, sondern irgendwie so eine Minute, höchstens zwei, gucken, ob man was findet und dann zur nächsten Karte wechseln. Weil oftmals ist das so, also geht mir zumindest so, dass wenn man dann wieder zurückkommt und nochmal, ja, von vorne anfängt zu gucken, dass man dann oftmals die Gegenstände schneller findet, als wenn man sich schon eine ganze Weile auf diesem Bild aufhält. So, hier haben wir erstmal den Bleistift. Dann brauchen wir die Schachfigur, die hatten wir hier. Ein Ei. Ei ist übrigens lecker. Gibt sehr leckeren Eierlikör von Verporten. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr auf Eierlikör steht. Haben wir hier einmal noch einen Löffel. Oh, und noch einen Löffel. Und jetzt brauchen wir noch ein Hufeisen, eine Amsel und ein Beil. Hier ist die Amsel. Ein Beil ist das hier. Oh, drei Grashüpfer. Okay, eins. Zwei. Drei. Ja, teilweise muss ich, so wie eben gerade, sagen, dass einige Sachen wirklich einfach zu finden sind, weil diese Grashüpfer, die hatte ich zum Beispiel in den vorigen Schauplätzen gar nicht, also die musste ich gar nicht finden und die habe ich jetzt trotzdem ja relativ schnell erkennen können, vielleicht weil man irgendwie assoziiert hat oder so, dass sie hier unten irgendwo krabbeln müssen, aber zumindest hat man die relativ schnell gefunden. Und dann teilweise hat man Gegenstände, die eventuell wesentlich größer sind und eigentlich viel einfacher ins Auge springen müssen. Die sieht man dann einfach nicht. Und ich brauche auf alle Fälle noch ein Hufeisen. So. Ja, das sehe ich jetzt zumindest so auf die Schnelle noch nicht. So, dann gehen wir mal kurz in die Autowerkstatt gucken. Was brauchen wir? Einen Kegel. Ja gut, eigentlich heißt der Pin, aber dann brauchen wir noch eine Kiwi, die ist hier. Ein Baseball, eine Banane. Und einen Baseball. Wo ist er denn? Ein Baseball. Da. Eine Uhr. Ein Korkenzieher. Eine Uhr. Eine rote Kappe.
Die? Ach, so eine. Ja, was ist das? Marokko-Mütze, also kenne ich aus Marokko diese Mützen. Wie auch immer sich die schimpfen, das weiß ich leider nicht. Dann brauchen wir jetzt noch einen Korkenzieher und zwei Planeten. Ja, gleich zwei Planeten. Reicht nicht erstmal einer. Hier ist einer. Und hier ist einer. Na, das lief doch schon mal sehr gut, dieser Fall. Jetzt brauchen wir hier noch einen Korkenzieher. Den gucke ich mal. Da ist er. Alles klar. Und jetzt will ich erstmal wissen, wo der Füller war. Ach, hier, so senkrecht in der Mitte. Okay. Und was brauchen wir hier? Einen Bogen. Ja, komm, hole ich mir den Bogen. Ah ja, das hatte ich, glaube ich, in einem wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, aber dass das ja halt eine Übersetzung ist aus dem Englischen. Und das heißt eventuell Bow. Und das sieht hier irgendwie ja aus wie eine Fliege oder wie so eine Geschenkpapierschleife. Hier. Und das wird dann auch als Bogen übersetzt, so. Und wer, wenn du das jetzt liest und kannst und hast eventuell keinen Tipp, wie sollst du darauf kommen, wenn da nur Bogen steht? Dann denkt man ja eventuell an so einen Geigenbogen oder eventuell an Pfeil und Bogen, aber nicht an eine Schleife, an eine Fliege. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das in den nächsten Teilen, die ich auch habe, dass das da besser gelöst ist. Die habe ich jetzt auch noch nicht wirklich gespielt oder angetestet, weil vom Prinzip her sind die ja alle ähnlich. Also da gibt es jetzt nichts, wo man sich großartig drauf vorbereiten müsste oder das sich großartig einspielen muss, da das ja vom Prinzip her alles gleich ist. Es gibt dann später in den anderen Teilen ja noch andere Spielmechaniken auf den Schauplätzen an sich, dass man bestimmte Sachen miteinander kombinieren muss, um eventuell dahinter liegende Geheimnisse oder Verstecke freizuschalten, die man dann ja entdecken muss, um bestimmte Sachen zu erfüllen. So, aber im Großen und Ganzen ändert sich da jetzt an der Spielmechanik großartig nichts. So, wen haben wir denn hier? Komischen Elvis-Verschnitt. Aber ein ganz schlechter. So, werden wir den hier erstmal zusammenfummeln. Und jetzt fehlt mir hier noch irgendwo eine Hand. Und sein komischer Spiegel. Ja, du bist ganz hübsch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Wo muss das jetzt hier noch hin? Ich glaube nach da. Beziehungsweise eins tiefer, ja. Der Vogel. Der goldene Vogel. Da oben. Und hier ist noch eine Statue. Die ist da. Und hier sind seine komischen Haare und seine Föhnwelle. Kerzenleuchter. Dieses komische Skelett hier. So. Ja, da haben wir das jetzt auch beendet. Und dann bin ich wirklich mal auf den allerletzten Fall gespannt. Inwieweit sich das eventuell unterscheidet von den bisherigen. So, erstmal Fall 14 gelöst. So, ich habe den zweiten Mann von Stain überführt. Harold Funkmeyers verrückte Perücke wird für genügend Gesprächsstoff im Kittchen sorgen. Na. Dank meiner haarscharfen Schlussfolgerung erhalte ich nun den Rang Ermittlungsleiter. So. Ja. Was erwartet uns? Ach, Herr Jemine.
Was erwartet uns im letzten Fall? Das Stain-Geheimversteck. Wir haben dann 42 Minuten Zeit. Und das will wahrscheinlich schon was heißen. 76 Gegenstände zu finden. Mal gucken, wie viel von den Schauplätzen das insgesamt sind. Ich glaube, 9 Schauplätze müssten das sein. 9 mal 8 sind 72. Und ja, nicht mal 80. 10 Schauplätze. 4 hat man als Reserve, sozusagen. 10 Schauplätze wahrscheinlich dann insgesamt. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ihr schaut dann auch im letzten Fall mit rein. Und eventuell sieht man sich dann in diesem letzten Fall oder in einem meiner anderen Videos. Und bis dahin, macht's gut!